Liebe Patienten oder liebe Zuschauer, ich möchte mal etwas erklären im Zusammenhang mit der Entstehung von Rückenschmerzen. Und zwar, was haben die Bandscheiben mit meinen Rückenschmerzen zu tun? Grundsätzlich kann man sagen, Bandscheiben haben viel weniger etwas mit Rückenschmerzen zu tun, als die meisten von uns denken. Erstmal, was sind Bandscheiben? Bandscheiben sind so Scheiben ungefähr in dieser Größe, die zwischen den einzelnen Wirbelkörpern liegen. Ich zeige euch das mal, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Das hier sind zwei Wirbelkörper, die übereinander liegen. Das da ist der Rücken von hinten. Das sind diese kleinen Knubbel, die man da fühlen kann, wenn man mit den Fingern an der eigenen Wirbelsäule entlang geht. Und das, was ihr jetzt hier so seht, dieses Blaue, das sind eure Bandscheiben. Diese Bandscheiben nennt man auch so Faserringe, das sind so aus Knorpel mit viel Bindegewebe gepolsterte Dinger, die als Puffer zwischen euren Wirbelkörpern hier liegen. Und das ist deswegen so, damit eure Wirbelsäule beweglich bleibt und beweglich ist, denn sonst wäre das Ganze ja wie ein Stab oder wie so ein Holzstab und ihr könntet hier euch überhaupt nicht bewegen, ne? Diese Bewegungen hier, die ich euch jetzt hier zeige, also nach vorne oder zur Seite und auch das Drehen ist nur möglich, weil ihr diese Bandscheiben habt, die dann verhindern, dass hier Knochen auf Knochen drückt. So, hier in der Mitte haben wir den Wirbelkanal, da liegt euer Rückenmark. Und das sind die Nerven, die dann von hier seitlich austreten und die dann hier euren Körper versorgen, in die Haut gehen, zu den Organen gehen und so weiter. Und natürlich auch die Nerven, die eure Muskeln steuern, damit ihr euch bewegen könnt, wie auch immer. Wenn es jetzt nun so wäre, dass diese Bandscheibe hier kaputt geht und sich nach vorne wölbt, dann wölbt sie sich möglicherweise hier in den Wirbelkanal hinein und verursacht dort eine Stenose, eine Verengung, sodass es möglich ist, dass Druck entsteht auf diese Nerven oder, wenn sie sich hier herausdrückt, dass Druck auf diese Nervenwurzel entsteht. Das nennt man dann einen Bandscheibenvorfall, einen Prolaps. Nun ist es wichtig zu wissen, wie häufig kommt das vor. In der Tat kommt es hier selten vor. Man denkt, so ungefähr bei 3 bis 5% der Patienten kommt es zu einem solchen Bandscheibenvorfall, der dann mit Nervenproblemen einhergeht. Das heißt nicht, dass es nicht häufiger dazu kommt, dass eine Bandscheibe mal ein bisschen hier so rausguckt oder nach da rausguckt, so eine leichte Vorwölbung ist das dann, kein Vorfall, eine Protrusion, eine sogenannte. Die macht aber in der Regel überhaupt keine Beschwerden. Und bei sehr vielen Menschen, bei denen man eine entsprechende Aufnahme mit bildgebenden Verfahren macht, kann man so etwas finden, ohne dass die Patienten deswegen irgendeine Art von Einschränkung oder Beschwerden haben. Im Gegenteil, und jetzt kommt es, was ganz wichtig ist, eure Bandscheiben sind darauf angewiesen, sich zu bewegen, weil sie haben keine eigenen Blutgefäße und werden nur ernährt, wenn ihr euch bewegt. Dann nämlich wird die Bandscheibe zusammengedrückt, hier wie ein Schwamm, und auf der anderen Seite ploppt sie auf und saugt sich voll mit frischer Gewebsflüssigkeit, und das ist ganz wichtig, damit die Bandscheibe feucht und elastisch bleiben kann. Und das Ganze könnt ihr befördern, indem ihr euch bewegt. Schade an dieser ganzen Geschichte mit den Bandscheiben ist das, dass viele Patienten denken, die Bandscheibe ist es, die Bandscheibe macht meine Rückenbeschwerden und trauen sich dann erst recht nicht mehr, sich zu bewegen, was natürlich dazu führt, dass die arme Bandscheibe, ihr könnt es euch denken, noch trockener wird, noch schneller reißt, noch rissiger wird und noch mehr Schmerzen entstehen und die Gefahr, dass wirklich dann hier was entsteht an den Nerven, wird größer dadurch, wenn man sich nicht bewegt. Also, mein Rat an euch, sofern ihr keine Lähmungserscheinungen habt, sofern kein Neurologe euch gesagt hat, dass es wirklich so ist, dass eine Nervenwurzelkompression oder eine Stenose im Wirbelkanal vorliegt, die eure Beschwerden erklärt, vergesst die Bandscheiben
und fangt an, euch zu bewegen, am besten mit unseren Rückenübungen. Danke!